St. Clara Spital präsentiert Telebar. Es ist schon alles parat. Herzlich willkommen zur Telebar. Wir befinden uns hier auf der Rosenthal-Anlage. Und hier geht alles so in die letzten Züge zu der ersten Vorstellung von Young Stage am Samstag. Bei wunderbarem Regenwetter, das perfekt ist, nicht so wie heute, wie es so heiß ist, geht so los mit Young Stage. Bei mir ist Nadja Hauser, sie ist die Initiatorin und Erfinderin quasi von Young Stage. Es ist ja da so wieder ein grossartiges Programm, das ihr zusammengestellt habt. Erzähl mal ganz schnell so zwei, drei Highlights. Oh, also für mich ist alles ein Highlight. Wir haben die Artisten ausgewählt aus 291 Bewerbungen aus 47 Nationen. Wir haben tolle Highlights sind aus Japan, Kontorsionstanz oder fliegenden Mast aus Spanien und ganz viele Akrobaten, Jongleure und so weiter, die alle den modernen Zirkus von heute zeigen. Young Stage können suggerieren, es sind Nachwuchstalent, aber es sind eigentlich Profikünstler, die hier auftreten. Sie sind einfach jung. So ist die Verbindung. Ganz nicht, dass man das Gefühl hat, ja, da kommen solche, die einfach gerne mal ein bisschen, wenn sie jung sind, ein bisschen möchten hier vor Leuten rum tanzen, turnen und ihre Kunst zeigen. Wie bekommt man all die zusammen? Weil es ist eben international, von allen Herren Ländern treten sie an. Genau. Also unser Festival ist zum Glück mittlerweile wirklich weltbekannt. Wir müssen eigentlich gar nichts dafür machen. Wir schreiben die neue Ausgabe einfach aus. Per E-Mail, Internet, ist ja heutzutage einfach und dann kommen die Bewerbungen von alleine. Wir merken, dass das Niveau jedes Jahr höher wird. Es sind wirklich die Besten von der Welt, die wir hier präsentieren dürfen. Und ja, dementsprechend, das funktioniert sehr gut. Überall hat Stolpe fallen. Achtung, Kameramann. Da müssen wir unten durch. Wir sind immer noch im Backstage-Bereich. Jetzt wird im Moment gerade trainiert. Du hast gerade gesagt, sie kommen von überall her, um auch zu schauen. Welchen Stellenwert hat das Young Stage mittlerweile? Ja, da sind wir wirklich sehr stolz drauf. Das ist jetzt die siebte Ausgabe und wir dürfen wirklich sagen, ohne zu übertreiben, dass Young Stage zu den wichtigsten Festivals der ganzen Welt gehört. Wir haben dieses Jahr so richtig eingeschlagen. Es kommen Professionals aus der Zirkus- und Showszene zu uns. Wir haben am Montag ist unser Professional Day. Da kommen der Vizepräsident vom Zirkusfestival in Monte Carlo, Showproduzenten aus Kanada, aus New York. Von überall kommen sie hier an, weil sie wissen, es hat wieder neue Talente zu entdecken. Was sehen wir jetzt hier gerade am Trainieren hinter uns? Das ist unser einter Schweizer Artist, Mario Espagnol. Er hat die staatliche Artistenschule in Berlin abgeschlossen und ist einer der beiden Schweizer, unser jüngster. Er ist 21. Und dann der andere ist Leonie Pilat. Sie ist eine Kanadierin und eine der wenigen Frauen weltweit am Chinese Pole. Schaust du so ein bisschen, wie bei den Swissendors kann der Herr Brennwald mal eine Wildcard vergeben, damit auch Schweizer dabei sind. Machst du das auch oder ist das mehr oder weniger die Qualität, die entscheidet? Das ist eine gute Frage. Also für uns als Festival in der Schweiz ist es schon wichtig, dass auch Schweizer dabei sind, aber wir würden nie jemanden einfach nehmen, nur weil er Schweizer ist, weil das bringt uns nichts und dem Artisten erst recht nicht, weil wenn er am Schluss der Schlechteste ist auf der Bühne, dann hat er dann definitiv auch nichts davon. Also die Schweizer, die wir bei uns haben, die gehören wirklich auch zur Weltspitze. Man weiss es mit mir, es wird juriert, nachher gibt es Gewinner. So funktioniert das ganze Festival. Ich mag mich noch erinnern, wir haben das erste Interview auch schon zusammen gemacht, wo du das Ganze aufgebaut hast und du musst erklären, was es jetzt geht. Jetzt, ein paar Jahre später, so einen grossen Erfolg. Was geht dir so durch den Kopf, wenn du denkst, wie du angefangen hast oder jetzt stehst? Ich würde denken, ich würde nie wieder anfangen, wenn man weiss, der Weg war nicht immer ganz einfach gewesen und ich bin extrem glücklich, dass wir hier angekommen sind, wo wir sind. Wir haben jetzt schon viel Erfahrung halt in der ganzen Produktionsablauf und es ist natürlich schön, wenn man merkt, dass, wirklich, dass es extrem gut ankommt in der internationalen Shows. Aber auch beim Publikum. Unsere Shows sind jetzt schon fast ausverkauft. Es hat aber noch Tickets. Man kann ein paar wenige ergattern jetzt für am Wochenende, am Montag, Dienstag. Also da geht mir viel durch den Kopf. Ich bin einfach nur glücklich diese Woche, dass alles so gut läuft. Und das ist schon ein Highlight immer. Und der Wettergott spielt dir auch noch alles ins Hand, weil heute ist es sehr heiß, 27 Grad. Das spürt man auch im Zelt. Man sieht es uns auch an, wir glänzen ein bisschen. Aber am 16. am Wochenende, wenn es losgeht, dann fängt es richtig an zu regnen. Vielleicht noch ganz schnell, wie tust du Leute begeistern, die sagen, ja, ist toll und schön, aber ich bin nicht so der Zirkusmensch. Wie kannst du dich begeistern, dass wir sagen, komm, wir schauen, sonst verpasst du das. Da sage ich ganz einfach, vergesst alles, was ihr bisher über Zirkus eigentlich für Bilder im Kopf gehabt. Das, was wir machen, ist modernster Zirkus auf höchstem Niveau. Es hat neue Disziplinen, die Kreativität ist keine Grenze gesetzt und die Artisten haben eine unglaubliche Leidenschaft, die sie hier an den Tag legen. Das spürt man förmlich, wenn man als Zuschauer drin ist. Also es lohnt sich für jeden, auch für Nicht-Zirkus-Fans, hier zu schauen. Ich garantiere, dass es allen wird gefallen.
Nadja Hauser, wenn ich Nadja Hauser, wenn ich vielleicht mal über Oldstage nachdenke. Auch schon etwas. Einmal durch den Kopf gehen. Nicht ganz die ganz Jungen, sondern vielleicht Rentner und Pensionierte, die jetzt antreten. Nein, ehrlich gesagt gar nicht. Nein, es ist wichtig, dass bei uns auch Festivals, sage ich jetzt wie in Monte Carlo oder so, wo gestandene Artisten können auftreten. Und wir wollen wirklich den Jungen eine Chance geben. Es ist eine Jobbörse für die jungen Artisten. Die brauchen die Plattformen, wenn sie frisch ihre Ausbildungen abgeschlossen haben. Und darum heisst es Young Stage und das wird auch so bleiben. Ist es unkomplizierter, mit den Jungen zu arbeiten, als mit denen, die schon grosse Stars sind in der Szene? Ich glaube, wahrscheinlich schon. Weil die Artisten wissen genau, um was es geht hier. Sie sind wirklich flexibel, sie sind auch dankbar um Tipps und so weiter. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Älteren, die Gestandenen, vielleicht haben die ein bisschen Starallüren, würde auch dazugehören. Also ist alles okay, auch bei den Älteren. Der Weg ist geebnet für den Sieger oder die Sieger. Bei dir verfolgst du die Karriere, was da so losgeht, sobald sie bei dir auf der Bühne sind und du sie quasi entdeckt hast? Ja, natürlich. Und wie? Also wir haben eigentlich mit allen ehemaligen Teilnehmern bei uns noch einen recht engen Kontakt. Und sie schicken mir per E-Mail, per Facebook, von irgendwo schicken sie mir Nachrichten, wo sie sagen, hey, schau, ich habe jetzt wieder Arbeit gekriegt. Dank Young Stage, dank deinem Kontakt, den ich hier gemacht habe. Also sie teilen uns das auch mit, weil sie sind so dankbar für die Plattform hier. Und ich bin natürlich auch jetzt in der Szene unterwegs, überall in Europa. Und da trifft man die auch immer wieder an und sieht man auch, was aus ihnen geworden ist. So. Eins muss ich noch wissen, alles, was erfolgreich ist, zieht irgendwann nach Zürich. Du bist ganz bewusst immer zu Basel, bleibst auch zu Basel. Ja, das wird so bleiben. Also, wir sind aus Basel, in Basel ist eine Kulturstadt. Wir haben das Festival hier in Basel ins Leben gerufen und das kommt hier extrem gut an, auch im Dreiland. Wir haben viele Besucher auch aus Frankreich, aus Deutschland. Von dem her werden wir sicher nie in Zürich stattfinden. Das ist einmal eine Aussage. Also, Young Stage, es geht los. Den Samstag, am 16. Mai, können wir sich reinschauen. Wogen Sie einen Blick, Sie werden überrascht sein, wie Sie hier verzaubert werden. Und mit diesen Worten gebe ich wieder zurück an die Steinschanze. Telebar ist Ihnen präsentiert worden von den Basler Privatspitälern.